Ja, hallo, wie auch schon im vorherigen Video gesagt, das EDF steht vor der Tür. Wer EDF nicht kennt, ist das Euronance Festival in Rust. Super Event, super Festival für im Endeffekt jeden, der tanzen liebt. So, aber es ist immer die Frage, Sie haben eine riesen Auswahl, wie findet man jetzt seine Kurse? Weil alles kann man nicht machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man sollte sich im Endeffekt doch versuchen, ein bisschen vorzubereiten. Also so bin ich immer oder so waren wir auch immer in unserer Tanzzeit, sich vorzubereiten auf das, was so kommt. So, das Wichtigste ist, dass man sein Hauptthema weiß. Also bei uns wäre es natürlich logischerweise Latein gewesen, aber es gibt ja alle möglichen Tango, Argentino, Salsa, Vesco, Swing, Standard und so weiter. Wenn ich dieses Hauptthema weiß, wo ich sage, das ist für mich das wichtigste Thema, würde ich dementsprechend die Trainer suchen, die Kurse suchen und auch die Themen suchen. Würde aber immer versuchen, gar nicht so hoch zu gehen. Weil wenn man einen Kurs wählt, der zu hoch ist, ist man mehr damit beschäftigt, es hinzubekommen. Und man kann gar nicht sich auf sich konzentrieren und auf das, was der Lehrer sagt und das wirklich umsetzen. Je niedriger man ist und je leichter es einem fällt, umso mehr kann man sich um sich selber kümmern und lernt dadurch natürlich am meisten. So. Ich selber oder wir sind im Endeffekt immer Ausprobierfreunde gewesen. Das heißt, für mich wäre bei so einem Festival ganz klar Priorität, dass ich mindestens einen Kurs pro Tag habe, der nichts mit dem Normalen für mich zu tun hat. Denn man kann dadurch ganz neue Bewegungen lernen, man kann neue Richtungen, neue Gesetze, Tanzbewegungen lernen. Und wir nennen es mal Exotenkurs, das kann jetzt sein, was ich schon immer mal machen wollte, was also überhaupt nichts mit meinem eigentlichen Thema zu tun hat, ist total super. Oder was vielleicht so ein Randgebiet ist, zum Beispiel jetzt West Coast Swing wäre super für Jive, weil gerade auch bei den hochklassigen Paaren heutzutage wird West Coast Swing viel mit eingesetzt, um einfach da mal zu schnuppern, wie machen die das, was ist West Coast Swing, worum geht es. Ja, und so würde ich dann so meinen Plan machen und was ich ganz klar nicht vergessen würde, wäre die Zeit zum Shoppen. Denn eins kann ich gewiss sagen, alle Aussteller, die ich kenne, die wir kennen, bereiten sich mega für das Eurodance Festival vor. Das heißt, alle Aussteller bringen bestimmte Highlights mit, die man sonst vielleicht im Jahr gar nicht so sieht. Und ich glaube, es macht mega Spaß, vorbeizukommen, zu stöbern, zu shoppen und ja, was auch immer in die Tasche passt, mitzunehmen. Wir freuen uns auf alle Fälle alle auf euch und bis bald.